Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute gibt es Sepia, Lardo und gepoppte Schweineschworte. Jetzt sehe ich bei einigen mit Sicherheit Fragezeichen auf dem Kopf. Hört sich ein bisschen eigenartig an. Sepia Tube, so ein Kopfhüßler, so eine Art wie so ein kleiner Tintenfisch ohne Tinte. Lardo, Speck und gepoppte Schweineschworte. Wie kann das zusammenpassen? Tja, das zeige ich euch im nächsten Video mit diesen Zutaten. Let's get ready to rumble! Lardo, Sepiatube, Mayonnaise, Chicharrones oder gepoppte Schweineschwarte, Limette, Sriracha, das ist eine ziemlich scharfe Chilisauce, und Koriander. Eine Sepia-Tube, ein Kopffüßler. Hier ist der Mund. Damit können es sogar kleine Krustentiere essen. Hier die Tentakel. Und jetzt nehmen wir den Kollegen einfach mal auseinander. Das alles hier rein. Die Beine. Oder die, was sind das? Beine? Beine sind es ja nicht, ne? Das sind die Arme. Schneide ich einfach ab. Komm hier mit dazu. So. Den Kopf, den kann ich jetzt für unser Gericht nicht gebrauchen. Gehe ich hier ran und häute den. Eine Haut drauf, die muss runter. Seht ihr das? So, und hier in der Mitte, hier drin ist auch eine Haut. Die muss auch runter. Das Ganze hier richtig abputzen. Jetzt kann man hier die Haut anfassen und runterziehen. Das Ganze jetzt in feine Streifen schneiden, wie Nudeln. Richtig schön fein, nicht so dick. Wenn es so dick ist, kann es sein, dass es gummiartig wird. Und hier mit dazu. Jetzt geht's an den Lardo. Schneiden wir auch ein ordentliches Stück ab. Was ist Lardo? Lardo ist Speck aus Italien, kommt aus der Nähe von Carrara. Carrara kennt man, Lardo di Colonnata, und in Carrara ist bekannt für die Marmorsteinbrüche. Und der Lardo war früher, oder vielleicht auch heute noch, weiß ich gar nicht, dass die nahrhafte oder herzhafte oder energiereiche Nahrung der Steinbrucharbeiter. Und Lardo wurde gemacht, großes Becken aus Marmor, und dann in Italien die Schweine, oder die werden Schweine gezüchtet mit einem ganz fetten Rückenspeck, und der kommt dann mit Salz, Pfeffer und Kräutern in diesen Marmorbehälter ein halbes Jahr, und dann wird aus so einem Rückenspeck so viel weiße Schokolade. Und hier schneiden wir ähnliche Stücke oder Nudeln, sage ich mal, wie bei unserem Sepia. Und das Rezept ist aus meinem Buch Fingerfood. Und jetzt geht's auf den Grill. So, der Grill hat jetzt 260 Grad, das heißt unterhalb der Plancha richtig heiß der Grill. Hier voll, da voll. Ich brauche jetzt kein weiteres Fett. Ich packe einfach den Lardo hier drauf. Das bringt mir genug Fett auf die Plancha. Und lass den schon mal ordentlich ausschmelzen. Also nicht ausschmelzen, schon mal so ein bisschen glasig braten, sage ich mal. Das bringt Fett, und ich brauche auch kein weiteres Salz, Pfeffer, weil der Lardo
in Salz und Pfeffer eingelegt, hat genug Würze. Mm. Das riecht schon sensationell. So, der Lardo ist jetzt schon leicht glasig. Und jetzt kommen die Sepia-Tuben dazu. Oder die Sepia-Streifen. Und wird in diesem Fett gegrillt, gegart, planchiert, gebraten. Und gar nicht lange. Sonst hat man ja oft Angst, dass der Sepia wie Radiergummi wird auf dem Grill. Aber hier in Verbindung mit dem Lardo bleibt der weich, hat noch ein bisschen Biss, aber bleibt weich. Und da muss ja bloß ein wenig angaren. Und das war's schon. Jetzt kommt hier noch rein Säure in Form von Limettensaft. Ein bisschen Mayo, als ob man nicht genug Fett drin hätten, und Schärfe Sriracha. So, das Ganze gut durchgemengt. Das können wir schon anrichten. Und noch ein bisschen Koriander. Koriander ist ja auch so ein Kraut, entweder man mag es oder man mag es nicht. Jetzt kommt die Frage, kann man das auch ohne Koriander machen? Nee, dann wird es nicht gut. So, zack. Und noch ein paar Chicharrones, gepoppte Schweineschwarte. Also es ist wirklich die Haut vom Schwein, gekocht, getrocknet und dann in Schweineschmalz ausfrittiert. Und das ist alles weich und ich brauche jetzt noch eine crunchige Textur. Da packe ich hier so ein paar drumrum. Sepia Lardo mit gepoppter Schweineschwarte. So, ich werde es mal probieren. Lardo, Sepia, aber ich habe noch einen leckeren Drink dazu. Und den Drink hat mir gemacht mein Cocktail-Experte und Barkeeper Axel Klubescheid. Er hat mir passend zu dem Gericht einen Cocktail kreiert. Wie der Cocktail funktioniert und was für Zutaten, verlinke ich euch hier oben. Ja. Und was ist drin? Wir haben ein bisschen Gin drin, das ist ein ganz klassischer Gin-Cocktail. Bisschen Zitrone, bisschen französischer Weinaperitif und ein Orangenlikör. Also eine recht saure Geschichte. Du, ich habe ja auch für dich eine Gabel. Ja, super, hast du sowas schon mal gegessen? So mit Lardo und Dings? Ja, also beides an sich schon, zusammen noch nicht. Hm. Reichhaltig. Sag mal so, sonst lobe ich mich ja immer selber. Jetzt kannst du mich mal ein bisschen loben. Geile Kombination. Die Schärfe. Das leicht fettige, was heißt leicht fettige, aber dieser Lardo, dazu dieser krosse, diese Bacon Chips und Koriander. Ja, das Sepia, ne? Ist ja normalerweise gut. Hat man im Schirm Radiergummi, aber das ist. Und jetzt, wir haben kein Salz drin, die Salzigkeit ist nur vom Lardo. Boah. Habt ihr schon mal sowas gehabt? So ein Klingeln im Kopf? So. Das passt jetzt zusammen. Das ist ein bisschen schön. Das ist halt die Säure, die den kompletten Kontrast dagegen stellt. So, ne? Aber irgendwie passt es dann doch zusammen am Ende des Tages. Wie du schon gesagt hast, mit den Aromen alle zusammen, denkt man erstmal nicht, dass es funktioniert. Aber es ist wunderbar. Bei solchen Gerichten, oder wie ihr sehr zweifelt, kann das lecker sein, hole ich mir gerne einen Zeugen. Und der sagt auch, es ist lecker. Also, ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal. Ist schon lecker, ne? Jo.
so ein Klingeln im Kopf. Das ist ein bisschen schön.